Streaming starten und Und los. auf Discord ja auch noch. So, jetzt müssen wir mal kurz was gucken. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie doof gemacht habe. Ob der jetzt auch meinen YouTube-Channel anzappt und nicht irgendwas anderes. Ja. Ah, ja, ist mein YouTube-Channel. Finde ich gut. Die Frage der Fragen. Wo kommt der Stream raus? Hört sich anstrengend an. Ich bin noch am Connecten zum Server, weil in VR dauert das immer alles ein bisschen länger. Looks like you're clear on the pit exit. The brake temperatures are low. We need to get some heat into them. Ob hier wohl nachher das Kugeln der Autos stattfindet? Ich glaube schon. Gib doch mal einen Tipp ab. Also ich wette, ich kugel mich mindestens einmal raus. Mindestens. Bei meinem Talent. Ich hoffe erstmal, dass alles flüssig läuft. Da bin ich glücklich. Wo schon rauskommen, ist mir rein. So, was kommen wir denn? Hangel Nummer 66 zufällig? Ja, dann weiß ich noch, was ich fahre. Also ich fahre 28, weil die Lackierung gut ausschaut. Wenn ich meine Startnummer schon fahren kann, dann war's halt auch. Ja. Boah, Bruder, dein Lenkrad. Ja, sorry, die Curbs sind irgendwo da, die sind ätzend. Yellow Flag Sector 2. Okay. Green Flag Sector 2. Ja. Ich hab dich jetzt im Käse erstmal ein bisschen leiser gestellt. Ja. Mein Lenkrad hat, glaube ich, jetzt noch Spaß in dem Rennen. Ich glaube, das war sogar mein Vorschlag mit dem Bumblebees, kann das sein? Oh, ich bereue mich jetzt schon. Oh. Yellow Flag, keep your wits about you, mate. Ui, ui, ui. Das wird was hier, du. Man kann die Kiste oh auf Gott. 0 cm Bodenfreiheit stellen. Was ist denn hier los? Ja, würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Intelligenterweise. Ja, ich glaube, das ist, ja, hat Vorteile. So, gucken wir doch mal. All clear on pit exit. Sector 3 is clear. Yellow flag in sector 2. Yellow flag in sector 1. Sector 2 is clear. Sector 1 is clear. Auf die Curbs geht überhaupt nichts. Exit's clear, don't cross the white line.
runs into Tamburello. Sector 2 is yellow. Take it easy, you've got cold tyres. We can see Brandt has pinned it. Sector 2 is clear. Sector 3 is yellow. It looks like Phil has pinned it. Green flag sector 3. Temperatures are fine, mate. Yellow flag, sector 1. Yellow flag, watch out. Ich glaube, jetzt geht's langsam alles. Stopp's ja nicht. Green flag, sector 3. Kein Speed Limiter, wie viel ist im Pit Speed? 100. Oh, 170 bergab zum Ding. Dann kann ich damit hüpfen, wenn ich noch nicht spielen will. Sector 3, new fastest lap for Schmitz. 224.7. Looks like P6 has gone off in very anti-alter. Green flag, Sector 1. Blue flag. You got one right side. Also, hier geht ja gar nichts vorwärts, was ist das denn? Sector 3 is clear. Ja, das ist ja viel zu lang übersetzt. Ey, die Kiste geht vielleicht auf der Geraden. 180 km. Weil. P5. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Vor allem hat er keinen Grip am Heck. Na, du musst das Setup ein bisschen bauen, dann wie jetzt. Ich habe jetzt vorne die Slowbumps ein bisschen höher gestellt, also von 2 Ticks höher auf 5, glaube ich. Jetzt geht's. So halbwegs zumindest. Du darfst ihn auf jeden Fall nicht bremsen, wenn du da bist und dann stirbst du. Yellow flag. Oder wenn das Ding hier am Sector 2. Sector 1 is clear. Green flag, Sector 2. Oh, kurz den Kopf in einem Zack drin. Yellow flag, Sector 2. Hier muss einiges machen. Sector 2 is clear. Wenn du einen Körper in dieser schnellen Ding ist, den darfst du nicht anfassen. Den außen. Der ist ekelhaft. Ja. Sorry, wenn ich deine Rolle in die Karte bin. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Ja, aber da lässt sich durchaus was anstellen. Green flag Sector 3. Sector 2 is yellow. Ist halt so arsch. Sector 2 is 8.3 seconds off the pace. Sector 2 is clear. Ich hab gesagt, er ist arschlang übersetzt. Achso, oh sorry, ich hab arschlang verstanden. Behind has just done a 245.4. Wenn du den zu schnell einlenkst, dann rutscht er. Yellow flag in Sector 3. Ist aber richtig ekelhaft. Auf jeden Fall beim Runterschalten zwischen Gas. Ja, ganz richtig. Was würdest du nun machen, wenn der beim schnellen Einlenken mit dem Arsch wegrutscht? Hinten mehr Toe. Hinten mehr Toe. Also mehr ins Positive. Ja. Okay, 0,2. Ja, ich probiere es mit 0,5.
Setup hält. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie die sowas in echt fahren. There's traffic behind. Watch your mirrors. Sector 3 is clear. Let's get some heat to these brakes. Das wird halt mehr ein Überleben als das andere, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Du darfst halt am besten auch gar nicht in zweiten schalten. Du musst allgemein das gar nicht schalten mit dem Auto. Ja, aber sobald du in zweiten schaltest, liegt er dir schon im Ohr. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall besser mit dem Wegrutschen. Ja, viel besser. Yellow flag in Sector 3. Yellow flag Sector 2. The guy in front has just done a 221.8. Green flag Sector 2. 176, 177, 179, 180! Sector 3 is clear. Okay, Daniel, 15 minutes left. That's 15 minutes. Green flag, Sector 1. Körper anfassen ist eklig. Yellow flag, caution. Green flag, Sector 3. 180? Sector 1 is yellow, V12. Ja, 184. It looks like Paul has crashed in. Villeneuve, green flag, Sector 1. Trotzdem, die Karre ist echt trotzdem immer noch am Rutschen. Ja, geht sogar. Wenn du nicht allzu schnell in die Kurven reinfährst und wieder schnell raus, dann geht das schon los. Yellow flag in Sector 2. The guy behind has just done a 239.5. Right side. We think that Paul has gone off. Clear. Sector 2 is clear. Sector 1 is 1.6 off the pace. Temperatures are fine. He's on your left side. Coming up on your right side clear. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. We think Hauser has stacked it. Ja, hat komplett das Snap over still. Yellow flag, caution. Green flag, Sector 3. Würde ich mir das mal so 20 Sekunden auf Pace oder so. Ich bin wahnsinnig vorsichtig. Sector 3 ist yellow. Ja. Es könnte sogar eine recht vernünftige Zeit werden, mal gucken. Ja, bloß 5 Sekunden, 6 Sekunden Off-Pace und wieder drehen. Oh, verschaltet. Sector 3 is clear. The other left side, clear left. Good job, buddy. Sector 1 is yellow. Yellow flag, Sector 3. See front locking going into Rivazza 1. Sector 1 is clear. We
think that Lazaros has pinned it in Villeneuve. Sector 3 is clear. 13th place, yellow flag in Sector 1. I think P3 has pinned it in Villeneuve. Sector 1 is clear. Sector 2 is yellow. Sector 2 is clear. Sector 1 is 1.2, off the pace. Alter, diese Karre, jetzt macht mich fertig. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Green flag, Sector 2. Yellow flag, Sector 3. We think, Phil, has spun off. You're locking your front going into Tosa. Green flag sector 3. Okay, Daniel, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Yellow flag, sector 1. P3 has gone off. Sector 2 is yellow. Green flag, sector 1. Left side. Still there. Left side's clear. On your right side. He's still there. Clear, right side. The guy behind has just gone up 238.6. Right side. Still there. Right's clear. Sector 1 is 2.5. Off the pace. On your right. Clear on the right. Sector 3 is yellow. Nein! 2,5 Sekunden weggeworfen! Green flag sector 3. Right side. Still there. Right, clear, good job. Sector 2 is 3.5, off the pace. Boah, Junge, die Kiste, die dreht sich überall right, ein, dieser Schrotthaufen. Incident in Sector 3, Sector 3 is yellow. Incident in Sector 1, Sector 1 is yellow. Sector 3 is clear. Sector 2 is clear. You're locking your front, going into Variante Alta. Bleiben die auch überall die Vorderreifen stehen? Ja, das passiert bei mir aber irgendwie nicht, dass ich mich da drehe dabei. Also, hier ist das immer so. Sector 1 is clear.
Also Kurvenstabilität geht jetzt sogar voll, aber ich drehe jetzt über. Yellow flag in sector 3. Sector 3 is clear. Einen Tipp kann ich dir geben. Wenn du bremst und runterschaltest, bremst danach noch eine Weile weiter, dann stabilisiert er sich wieder. Wenn du bremst und runterschaltest, direkt nach dem Runterschalten von der Sector Bremse geht rein, dann dreht er sich. Yellow flag sector 2. Green flag sector 2. We think that Schmitz has gone off in Aqua Minerale. Wenn sich sogar Fabi dreht, dann soll das was heißen. Ja, die Karren sind schon schwer zu fahren. Yellow flag. Green flag sector 1. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace. Yellow flag in sector 3. So, jetzt mach ich mal einen Sprung nach vorne, wenn ich durchkriege. Green flag sector 3. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. We can see Brandt, Verstappen in Berrettella. Sector 2 is clear. Und sector 2 is 1.7 off the pace. Yellow flag Sechste. Sector 3. Sechste. Okay, Daniel, 5 minutes to go, 5 minutes left. Looks like Paul has crashed. Sector 3 is clear. Yellow flag in sector 1. Yellow flag in sector 2. P3. Sector 3 times quick. It looks like Murphy has gone off. Green flag sector 2. Sector 1 is clear. Yellow flag in sector 2. Sector 2 is clear. Sector 1 is 0.8 off the pace. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. Sector 3 is yellow. Hey, that's your control. We think that Lazaros has gone off. Green flag sector 3. Sector 2 is clear. Yellow flag sector 1. Green flag sector 1. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. Boah, ja, da liegt noch sector 1 is clear. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Die 17, die ist vielleicht sogar noch drin. Unter Umständen.
That's two Duki minutes left. 2 minutes. Müsste doch genau das Richtige sein für Duki eigentlich, so ein Mist. Was denn? Also solche Fahrzeuge hier müssen im Duki ist am Driften wie ein junger Gott. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, das sind wir heute alle. So, auch in die letzte Trainingsrunde. Mal gucken, ob ich die Zeit nochmal zusammenkriege. Boah, was? Ich bin vor Max? Oh mein Gott. Ja, bist du. Ich betrüge. Ja, du cheatest dir Grip, ich weiß. Naja, ja. Die klauen unseren Grip. Ganz, ganz wichtig. Kann ich sein, 89 nicht da. Krieg ich bitte mal eine Windows-Zeile? Ich will bitte nur meinen Browser aufmachen. Hier möchte ich gar nicht. That's the end of the session, P5. That's the end of the session, P5. Kann ich eigentlich von dem Stream oder nicht? Könnte mich mal so interessieren. That's the end of the session, P5. Kann ich eigentlich von dem Stream oder nicht? Oh Gott, die Mikro, ja, die Mikroqualität, sie kickt. Also das wird ein enges Ding da vorne, du. Oh Mann, ich dachte, ich kann die Runde noch fahren. Schade. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall erstmal Sprit raus, Max, ne? Ja. 5 Liter reichen schon. It's clear. All right, Daniel, we've got 19 minutes to get the job done. Your brakes are cold. Take it easy. Fighten Sie nach kurzem den Ausgang. Sie haben nur den Schritt, das braucht. Schön, wie schön in der Auto die ersten 4 Fahrzeuge unten in der Spitzkerne rechts stehen. Mhm.
Hoffentlich gehörst du nicht dazu. Nö. Tatsächlich nicht. Ich bin erstaunt. Doch, die gerade war schon mal gut. Ich glaube, der macht am meisten um die Zeit. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. We think Brandt has stacked it. Sector 3 is clear. Ich glaube, wenn man die Reifen warm bekommen würde, würde das schon so viel bringen. Aber leider ist es nicht möglich. Ja, doch. Jawohl, 40 Grad. Da friert der Reifen doch quasi. So, jetzt versuchen wir erstmal überhaupt eine Zeit zu setzen. Sector 1 is yellow. Das Ding halt auch nicht richtig fett über die Curbs drüber hieven, wenn du nicht so schnell bist, ne? Ja. Just done it. 217.4. Yellow flag. Watch out. Sector 3 is 0.2 off the pace. 15 minutes left. Ich werde geschoben. Dran. Also ich bin 2 Sekunden auf der Base. We think Paul has crashed. Green flag sector 1. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace. Aber ich hab schon wieder 3 Zehntel im Delta. Green flag sector 3. Okay, Daniel, 10 minutes of fuel remaining. Your brake temperature's okay. Yellow flag in sector 1, yellow flag in sector 3. Your tires are cold, watch out. Your tires are cold, 70 Grad. Sector 1 is clear. Stehen bleiben würden, Mann. Sector 1
Sector 3 is clear. The leader has just done a 216.5. Jetzt für mir 3 Sekunden. You're locking your left front going into Rivetta 1. Look out for the pit speed limit. Was kann man denn da noch machen, ey? Ich habe halt leider auch die schwere Vermutung, dass du aus dieser Karre nicht mehr rausbekommst, ne? Naja. Und ich frag mich, wie du es hinkriegst, dass deine Vorderreifen nicht mehr ganz so viel blockieren. Mehr Bremsvorlass nach hinten, ne? Ja, zum Beispiel. Watch your mirrors. Car left. Yellow flag. Watch out. Blue flag. Clear left. We think Phil has gone off. Sector 1 is clear. Your brakes are cold. Let's get some heat into them. Car right. Right side's clear. Boah, der Preisler ist von der Uni. Yellow flag sector 3. Da muss ich aber langsam sein. Green flag sector 3. Yellow flag. Caution. So, jetzt wollen wir schon Platz machen. Ja, der Peisler ist halt einfach verdammt schnell, ne? Ja, heute. Sector 3 is yellow. 10 minutes remaining. 10 minutes. Also ich gönn's dem Kerl hier auch noch, oder? Also bin ich hier noch vorne. Geh auf weg, bitte. Yellow flag sector 2. We think P6 has gone off in Acqua Minerale. Car left. Still there. Sector 3 is clear. He's still there. Still there. Clear on the left. 10 minutes of fuel remaining. Sector 1 is 1.8 seconds off the pace. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Green flag Sector 3. We think Phil has spun off. Oh.
Sector 3 is yellow. Muss doch mal eine Runde klappen. Green flag, Sector 2. The brake temperatures are okay. Sector 3 is clear. Also ich habe jetzt meine Bremskraft auf 75 runtergestellt und die Bremsvorlauf auf 68. Jetzt blockiert er überhaupt nichts mehr, egal wie fest die Beine ist. Das ist bei mir gar nicht das Problem. Warum musste der sich jetzt vor mir weg? Sich nur vor dir wegdreht. Mir ist gerade einer eine ganze Runde im Weg gestanden. Mir hat er die ganze Runde versauert, die Sonne stand raus. Sector 1 is 1.1 off the pace. Yellow flag, keep your wits about you, mate. We think that Phil has gone off in Aqua Minerale. So Google jetzt die Kurven kommen. Sector 2 is clear. Oh bitte geh aus dem Weg. Yellow flag in Sector 3. Erst noch nicht fertig. Steht da auch noch ein Weg. Green flag Sector 3. Sector 2 is yellow. Und dann direkt rausziehen, die Eisekugel. Das macht mich fertig. You got cold front tires. 2 liters remaining. Sector 2 is 11 seconds off the pace. You're locking your left front, braking for Aqua Minerale. 5 minutes to go. 5 minutes left. Okay, ich habe nur Sprit für 2 Runden. Sector 1 is yellow. Sector 3 is yellow. Seen front locking going into about so on. P6, sector 3 is 9.9 seconds off the pace. Die Karren liegen ja wohl echt verdammt tief. Ich will das mal so bei den Leuten vor mir angucken. Yellow flag Sector 2. Sector 1 is 0.9 off the pace. Sector 2 is clear. Sector 1. Yellow flag Sector 3.
Sector 2 is 0.7, off the pace. Green flag Sector 3. Cold tires all round. Yellow flag Sector 3. Sector 3 is clear. Nein! Yellow flag. Du verfickte Dreckskarre, Alter. Green flag sector 3. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Sector 3 is 12 seconds off the pace. It looks like Phil has gone off in Villeneuve. Sector 1 is clear. Very little fuel left. Flag in Sector 2. Sector 1 is 0.7, off the pace. We can see Phil has binned it. Sector 3 is yellow. Green flag Sector 2. Green flag Sector 3. Sector 2 is 1.1, off the pace. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Diese Scheißkarre! That's the end of the session. Wo ist Black Daniel? Ich hatte 2 Sekunden im Delta, verdammt. Die Rennen kommen aber erst noch. Schön entspannt. Junge, du lenkst ein und die Kiste geht einfach weg. Warum? Man muss es nicht verstehen, oder? Nö, muss er nicht. Gibt's ein Warm-up? Keine Ahnung. Race Settings, Race Length, 15 Minuten, heißt wir fahren 8 Runden, oder? Wir fahren 6 Runden. Ah ne, halt 7 Runden fahren wir. Okay, jetzt für 7 Runden Sprit sind 7 Liter. Ja, müsste es ungefähr dauern.
Warm-up, wie lange? Hallo? Bestimmt 5 Minuten oder so. Ich würde ganz gerne noch eine rauchen und noch Toilette. Und beides kriege ich nämlich nicht hin. In 5 Minuten nicht, nee. Oder du musst es kombinieren. Auf Toilette sollst du mal rauchen. Ja, das wird nichts. Ah, 10 Minuten, sehr gut. Okay, bis dann schaffst du es.
leader has just done a 218.8. Okay, Daniel, 5 minutes to go, 5 minutes left. Ja, da. Das freut mich, du hast noch 4,5 Minuten. Könnte ich ja glatt noch eine rauchen, wenn du. Ja, oder du sparst dir das Geld und denkst an deine Gesundheit und machst das erst nachher. Okay, auch keine Antwort ist eine Antwort. Ja? Naja, alles gut. Mach zur Seite. Ja. Okay. Du bist schon wieder fertig, ja? Ich? Warum? Kommt mir so vor. Ich mach das fertig hier. Sechser statt sonst wohin. Ich überlege halt gerade, die Karre hier eher höher oder eher niedriger? Tiefer, Max. Das bisschen Aero, was dir die Karrenform dann bietet, stabilisierst du halt durch eine niedrigere Fahrzeughöhe, ne? Und die Curves hier sind ja nicht allzu hoch. Naja, sind schon nicht schlecht. Naja, du musst dir überlegen. Ich habe mir jetzt mal runtergelegt. Ich guck mir das gerade mal beim Kommand an. Bei dem auch sieht. Na, der fährt die Kiste auf den Boden. Ja, die ist wirklich noch tief, ja. Ja, ich habe mir jetzt mal runtergelegt, also schon noch ein kleines bisschen Platz gelassen, aber nicht viel. Und bei Duki schleift die Kiste auch auf den Boden. Ach, das ist ja bloß die Federwegsbegrenzung. Alles klar, na, dann kann man die sowieso runter machen. Was denn? Na, das ist gar nicht die Bodenfreiheit, das ist bloß die Federwegsbegrenzung. Ja, dann kann das Ding auch Packers, runter. Packers oder was? Worauf hast du die gestellt? Die Packers, du meinst die. Warte mal, die Packers ist die Federwegbegrenzung, ne? Ja. 0,2 und 0,5. Dann fährst du die Karre aber ziemlich steinhart, kann das sein? Na, langsamer Stoß 5 und langsamer Rückstoß 4. Mehr geht ja eh nicht. Oh, ja, dann fahr ich die schon so hart wie möglich. Und hinten 3 oder wie? Hinten auch 5 und 4. Okay, ja. Ich lasse das mal so, mal gucken. Und die Fast Bumps gibt es ja quasi nicht. Na, die stellen sich mit ein. 2 minutes to go, 2 minutes. Für mich ist die Frage jetzt der Querstabi. Macht der Querstabi hier einen großen Unterschied? Glaub nicht. Ganz ehrlich. Hast du gelesen? Im Chat und die erste Schikane ist sowas von Oh no, my rear.jpg. Das ist geil. Ja, der ist gut, ja. Das ist cool. Ist meine Mikroqualität jetzt eigentlich besser? Oh ja, ich klinge nicht mehr wie aus dem Ofen. Sehr gut. Der Rest wird nicht mehr, das ist dann Stimme. Ja, nee. Mein Webcam-Mikro war gerade als Standard ausgewählt und das hört sich an, als würde ich in den Ofenrohr reinquatschen. Ja, das kenne ich. Ich habe früher viel über mein Webcam-Mikro gequatscht, bis mir das mal irgendjemand gesagt hat, dass ich klinge wie Scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann stelle ich jetzt mein Mikro mal um. Dann haben sie alle gesagt, ja, so ist okay. Glaub mir, über mein Headset-Mikro, über mein Dingens-Mikro wird es mich gar nicht erkennen. Du magst das, du hast so eine wunderschöne Radiosprecherstimme, da dich könnte man gar nicht überhören. Ich weiß, dass das jetzt mit ironischen Unterton war, aber davon abgesehen, ich habe echt schon mal überlegt, mich als Radiosprecher zu bewerben. Mir hat man früher beim FIFA-Zocken immer gesagt, weil ich mich so aufgeregt habe, ich könnte irgendwann mal Fußballkommentator werden. Ja, Kommentator könnte ich auch sein, das will ich ja jetzt testen in der VR Supercars. Ich kommentiere euch ja. Machst du? Mit Stream und so? Ne, auf einem abgefahrenen Community-Kanal kommentiere ich mit Mike zusammen. Mit Mike, ui. Ja, Mike und ich streamen auf dem. Ich hoffe, ich darf das jetzt schon verraten, wenn ich hier.
Warte, wie viele Leute sind da? Ja gut, die Menschenmengen hier, die werden es verkaufen. Ja, bei mir ist es niemand. Bei mir auch gerade nicht wirklich. Ja, Mike und ich kommentieren zusammen die Power of the Podcast. Auf dem abgefahrenen Community-Kanal. Mike als First Commentator und ich als Co-Commentator quasi. Und ja, das wird lustig. Glaube ich. Irgendwer hat es gerade geschafft, die Kiste hier abzuwürgen. Du weißt schon, du vertrittst mit Kalle unser Team, ne? Also. Da muss scheppern, ich verstehe schon. Naja. Euer Jahresbudget ist begrenzt, übertreibt es nicht ganz so viel mit. Okay, Daniel, be ready. Ciao, Leben, das waren meine Ohren. Ein paar verbrannte Motoren sind schon nicht so schlimm, glaube ich. Ey, dieser Treckermotor. Dunk, 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 dunk. Dunk, 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 dunk. Dunk, dunk, dunk. Russian Police. Rum, dunk, 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 dunk. Oh Gott. Oh, nicht wegrollen. Max, willst du das wirklich? Nein. Steady, still there. Right's clear. Achso, das bist gar nicht du. On your right side. Ich bin das vor dir. Oh. Still there. Right side's clear. Okay, hat sich selber. Die Balance. Oh, ich hab Duki vor mir, den darf ich jetzt nicht wegschießen. Und verbremsen! Und eingedreht. Der schiebt mich einfach weiter. Hör auf. Super, 18. Sehr gut. Und ein Fabi mitgenommen. Das ist super. Hat sich nichts mehr gelohnt. Welche Ironie. Wer weiß, ob das so schlau war, den Federbegrenzweg so niedrig zu stellen. Ja, geht okay, bei mir. Mein Setup ist halt nicht ganz deins, ne? Naja, bin jetzt wieder hinten dran, hier qualmt's überall. iPhone. Clear left side. We think that's Murphy. Spin it. On your right. Cars on both sides. You're in the middle. You're clear. Ich habe jemanden abgeräumt. Die Thorsten. Scheiße. Sector 3 is clear. Gott sei Dank haben die Dinger keine Aerodynamik. Aber ich habe da gerade keine Zeit mit der kaputten Nase. Ja. Same feeling. Klar, ich ausgelacht und das Karma hat uns sofort zwei Achso, Max ist 14. Hi Max, ich bin hinter dir. Ja, Gott sei Dank weit. Ey, was für? Haben wir gleich. Einen Moment. 15 Meter raus. Außenrum, Baby! Außenrum gedemütigt. Okay, Daniel, the next car is Phil. Nochmal außenrum, zu dritt. Ja,
Sector 2 is yellow. It looks like Lazaros has gone off. Green flag, Sector 2. Das ist ein Rennfahren. Hi Max, jetzt bin ich genau hinter dir. Ja, das ist schon erschreckend. Vergiss, komm nicht vorbei. Zieh, kleines Kistchen. Zieh. Hold your line. He's still there, keep digging. Light's clear. Sector 3 is yellow. Forget it. Das war gerade die absolute Demütigung, Max. Sector 3 is clear. Weil du mich voll innen drin drüber geschoben hast und ich einfach komplett verhungert bin am Kurvenausgang. Das war der Plan, ja. Yellow flag in Sector 3. The leader has just done 216.2. Merkst du bei den Windschatten in den Autos gewaltig, ne? Ja. Ja, ich fühl's gerade. 160, mein Freund. 170. Ja, ich hab grad Schleichnichts im Kopf. Alright, Daniel, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Right side. Ja, ist gut gelaufen. Still there. Oh, Scheiße. He's still there. 190! Warum bremst du? Still there. Oh, 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 Achtung, ich bin schon. They're all around. Our left. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Green flag, sector 1. On your right. Der hat einfach so vor mir gebremst, Mann. Right side. Mitten auf der Geraden fängt er mit Bremsen an. Still there, clear right. Oh, ey, ich mach mir nicht fertig, ey. You're locking your front into. Tell me your front. Was ist eigentlich bist du, Alter? Car right. Clear, right side. Okay, schön. So. Ich wollte immer mal ein Best-of machen, das kommt mit rein. Ja, da habe ich heute Mittag auch schon drüber nachgedacht, mal angefangen mit, anzufangen mit Schneiden. Jetzt habe ich was. Das musst du mir mal schicken, den Clip bitte. Oder irgendwie in Discord hochladen. Ja, schneide dir das mal raus und schick dir das. Oh, aber das war... Oh shit, here we go again. So, immer noch den Frank vor mir. Vier Plätze gewonnen, aber immer noch Frank vor mir. Ich hab das Rakünchen vor meiner Nase. Ah, let's go. Wollen wir mal. Sag mal schön Gruß von mir. Boah, ich hab's hingekriegt, einen Cut zu sammeln. In den Autos. Ich bin über die Schikane drüber gerutscht, weil ich zu spät gebremst habe und wollte mich nicht drehen. Go fine. Ich habe gerade was verloren. Und ich hab den Schatten. Okay, Daniel, that's half distance. Coming up on your left. Clear left. Good job. Jetzt kann ich sogar noch in die Top 10 mitfahren. Komm mal, Alex, ist nur noch eine Sekunde, haben wir gleich. 180! 185! Also ich bin gerade 189 gefahren, bis ich dem anderen Typen hinten drauf gefahren bin, weil der voll sinnlos gebremst hat. Green flag sector 3, the 11. Yellow flag, watch out. Green flag sector 1. Oh, Frank ist nur 7 Sekunden von Max. Don't you dare running away. Ja, ich bin nochmal eine Sekunde vor Frank. Oh. Ja, dann muss ich jetzt aber schnell fahren, du. Ja, muss aber schnell fahren. Hans, we have to go schnell. Okay, du kannst langsam machen.
Yellow flag, keep your wits about you, mate. Gedreht? Sector 2 is clear. Guck mal, ich hab den Alex zum Spiel mitgebracht. Ich hasse die Kurve da unten, Alter. Ich bin schlimmste Kurve an der ganzen Strecke. Ich hab den Alex zum Spielen dabei, willst du mitspielen? Yellow flag. Nee, dann lass mal. He's on your left side. We think that Brandt has pinned it. Left side's clear. The gap in front is now 0.6. Whoa. Nee. Sector 3 is clear. On your left. Ah. Still there. Nein. Ja, da fehlt dir das left side. Ah. Ich steig dahinter ein. Komm. Die Liga ist so geil, mit dem würde ich sogar eine Liga fahren. Ist das jetzt Sarkasmus? Nö, ich finde die geil. Macht sowas Spaß. Weil das, da musst du echt fahren können. Das ist halt echt nach manuelles Fahren. Keine TC, kein ABS, kein irgendwas. Einfach bloß das Gas latschen oder bremsen. Keine großen Setups, also haben alle dieselben Voraussetzungen. Also, das gibt's ja gar nicht. Da gehst du bloß üben und fahren. Alter, der Typ, der wackelt auf der geraden. Links, rechts, links, rechts. Right side. Right side's clear. 5 minutes remaining, 5 minutes left. Well done, Daniel. Nice move, mate. Hey, jetzt Max, warte doch mal. Geht grad nicht, wenn wir den Front da vorne wiederholen. Yellow flag, sector 1. Sector 1 is clear. Ach so, mit Frank willst du spielen, aber mit mir nicht. Oh. Mit dir nicht mehr. Warum? Mit dir kann ich immer spielen, du bist in meinem Team. Oh Gott, wie das klingt. Ich brauch bloß anrufen und sagen, hey, Sector 2, Sector 2 is yellow. We think Paul has gone off in Akraman Rally. Oh nein, nicht ausbrechen, Mann. Und tschüss, Daniel. Das ist mir auch genau das, was ich auch deswegen die Kurve down ist auf die schlimmsten. He's still there. Scheiße, jetzt ist Fabio auch noch durchgerutscht. Right side's clear. The guy ahead is. He got one left side. Still there. In der Kurve da unten habe ich mich bisher auch am öfteren Rohr rost. Still there. Ich bin schon groß am Mike, der kann mich jetzt durchstehen. He's still there. Oh. Still there. Alter, mit Fabi side by side. Uiuiui. He's still there. He's still there. Keep it together. Hold your line. Hold your line. Keep it steady. Still there. Oh. Still there. Clear left, good job, buddy. You've used half your fuel. I'm noch 2 Runden vor uns, Frage. Und ich habe 2 Liter zu viel Sprit dabei. So war. Nö, bei mir. Nö, es wird schon ungefähr hin, aber ich habe noch 3 Liter, 0,8 gehen raus. Right und still there. Still there. Still there. Still there. Clear. P10. Nice move, mate. Ey, Fabi ist wie so eine Fliege, ne? Einmal hinten dran, dann kriegst du den Typen nicht mehr los. Minutes left, 2 minutes to go. We've got 10 minutes of fuel remaining. Yellow flag in sector 2. Left side. Damn! Wieder weg. Keep it steady, still there. Ah, nee, aber Fabi ist wieder nebendran. Wir fahren jetzt gleich zum zweiten nebenan und dann ist rechts, links. Ja, Fabi ist so ein erstaunliches Ding, ne? Wenn der sieht, und wenn der nicht vorbeifährt und das sieht, es geht 2 Sekunden schneller, entweder dreht er sich weg oder fährt er 2 Sekunden schneller. Nee, er fährt die 2 Sekunden schneller. Dass Fabi sich dreht, ist das Ganze. Ja, aber ich meine nur, es gibt nur die 2 Möglichkeiten. Entweder fährt er 2 Sekunden schneller und bleibt dran oder dreht sich halt weg, weil er es eben nicht hinkriegt. Aber das ist sehr selten. Oh.
Mal gucken, Alex hätte ich jetzt auch noch ganz gerne, wenn eine Runde 4 Sekunden aufholen, das machst du mal, ne? Yellow flag. Das kann klappen, sag ich mal so. Ja, ich bin leider nicht du. Ich bin im Moment auch nicht schnell. Green flag sector 3. Na, mal gucken, ich habe in einer Kurve schon mal knapp eine Sekunde rausgeholt. Du kannst mit den Kisten eigentlich voll spät bremsen, ne? Ja, kannst du schon. Du musst halt nur so doll drauflatschen, dass du das Heck nicht ausbrichst, weil die Reifen hinten anfangen zu blockieren. Yellow flag sector 3. Aber wir haben dann noch 25 Minuten Rennen abgeschaltet. Dann starte ich dann auch noch fast ganz vorne ab, weil diese Scheiße. One more lap to go. Good lap. That's your quickest so far. One more lap to go. Fragen, Gugelle, Butterbirne, Kamele. Oh, nee, nicht schon wieder querstehen. Och, nö, jetzt. Fabi, geh weg, bitte. Lass dich jetzt bloß nicht überholen, jetzt startest du von 11 anstatt von 1. Ja. Vielleicht überhole ich ja noch jemanden, wer weiß. Also ich bin genau hinter Alex. Ja, Frank holt dir dann ganz spannend von außen. Wenn du dich ranhältst, holst du dir noch. Alex hat sich weggehauen. Right side. Clear, right side. Alex hat sich weggehauen. Okay, ja, dann schaffst du es. Ja, 8 und 7 Uhr. Passt doch. Oh, ganz zufriedenstellend. Obwohl wir hätten auch irgendwie wir hätten auch Dritter werden können, hätten wir keine Fehler gemacht, ne? Das ist eigentlich schon traurig. Ohne Fehler wärst du noch. Ja, oder Dritter, ja, also. Ja. Ist halt wirklich hier alles aus P8. Okay, jetzt halt. Also ich kann noch ein. Ja, obwohl ja halt das nächste Rennen ist länger, ne? Und da rennt er weg. Lululululu. Oh, Max, warte mal, warte mal. Fahr mal geradeaus rückwärts. Warte, warte. Ah, verdammt. Oh, schade. Ich wollte dich noch anschieben. Das ist schön, in VR geht das so klasse. Ich kann in die Spiegel gucken, ich kann zur Not mal zur Seite gucken. Ich sehe alles. 25 Minuten in dem Seelenverkäufer werden quasi für uns. Ja, das stimmt. 25 Minuten, was wären das? 11 Runden?
Na, ich rechne mal kurz, warte. 25 mal 60 ist gleich durch. Was sind die jetzt im Rennen gefahren? 2 Minuten 16. 11 Runden. Ja, 11 Runden bei 0,8 Liter Sprit. Hast du mal die Spritdatei damit berechnet? 0,8, 9 Liter. 9 Liter, na, dann nehme ich vorsichtshalber 10 mit. Ja, 10 sollte locker reichen. So, ich gehe jetzt nochmal schnell eine Puffen, gleich wieder da. Oh, wieder da. Ich
wollte gerade ein bisschen Tokyo-Drift durch die Box spielen. Bin in die eine Box reingedriftet und wieder rausgedriftet beim Rausfahren. Jetzt wollte ich vielleicht noch kurz dranhängen. War keine Box mehr offen. War zu Tür. War ich mich reingepisst. Habe ich Autoklatschen? Warum fährt er direkt los, wenn du in den ersten Gang schaltest? Weil du bestimmt nicht auf die Kupplung gestanden hast, oder? Nee, auch wenn du stehend in den ersten Gang schaltest, geht die Karre nicht aus. Selbst wenn du auf der Bremse stehst. Tja, siehst du mal, wie viel Selbsterhaltungstrieb du hast. Wie viel was? Selbsterhaltungstrieb. Ich frage mich trotzdem, wie die ersten hier so schnell unterwegs sind. Wie kann der Blut so überall rüber? Wenn du ihn stehend in den vierten schaltest, dann geht er aus. Nee, halt, selbst dann dreht er noch weiter. Warum? Ich glaube, ich hab gerade so einen kleinen Trick raus. Der da heißt? Immer ganz leicht auf dem Gas bleiben, selbst wenn du durch die Kurve rollst. Kann das sein, dass du die Reifen von dem Auto nicht kaputt bekommst? Ja. Das Auto ist unzerstörbar. Mit Exit looks clear. We need to get some heat into these brakes. Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Sector 3 is clear. Sector 2 is clear.
back sector 3. That's the end of the session, E11. Ich finde es immer noch zu lustig, dass die Kiste im ersten Gang einfach weiterfährt, obwohl die Karre eigentlich ausgehen müsste. Und du die Reifen einfach nicht. Attention, all non-essential personnel leave the world now. Okay, get ready. Oh, jetzt stehe ich auf 4, scheiße. Ich hab 3. Gleich in der ersten Kurve wieder erstmal alles wegschmeißen, dann haben wir das Thema hinter uns. Ja, naja, ich hab Fabio und Alex vor mir, das wird lustig. Go, go, go! Boah, packe viel zu lange im zweiten Begrenzer gegangen, im ersten. Ganz ruhig bleiben, Max. He's on your left side. Max, bitte nicht. He's still there. Clear on the left. Moment. Okay, Daniel, decent start. We can build something from here. Left side. Keep it together. Hold your line. Alter, Alex. Clear left. Coming up on your left. You're clear on the left side. Ich hab dich einfach mal super fett rausgeschoben, ey. Ja, hab's gesehen. Green flag, sector 2. Na gut. Räche dich, keine Sorge. Oh, ey, nicht drehen, du Dreck. Left side, clear. Sector 2 is yellow. Ah, ich dreh mich im Kreis, Mann. Green flag, sector 2. Oh, du ging hinter mir, hat's weggeschmissen? Junge, der Peißler fährt auch da, wo er Lust hat. Seen front locking going into Aquamineralli. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Green flag sector 3. On your right, right's clear, good job. Oh, I see it. So Alex, lass mal auf der Geraden, oder nicht? Von P3 auf P13, in der ersten Runde, ey. Trauerspiel. Sector 3 is clear. P13. Okay, Daniel, the next car is Murphy. He's on your left side. Clear left side. On your right. Clear right.
Sector 2 is clear. Just done a 219.2. Yellow flag in sector 3. Right side. Hold your line. Sector 3 is clear. Still there. Lights clear. V12. Right side. Keep it together. Hold your line. Still there. LOL. Just ignore it. Yellow flag. Watch out. Frank, honestly, Alter. Seen some minor aero damage. Car left. Sector 1 is clear. Clear on the left. Car in front. Frank hat sich gerade auch auf den Dreck rausgeschoben. Haben die alle keine Augen im Kopf, Mann? Ja, manchmal hast du halt auch kaum normal, weil das selber auf der Linie ja schon scheiße ist. Muss aber auch mal ehrlich dazu sagen, wir wissen ja selber. Auf der Geraden. Aber ja, okay. Wann verteidige ich mich? Das haben Frank schon mal gefragt. Das war schon was her, aber naja. So Murphy behind is now 1.1 seconds. Yellow flag sector 3. It looks like Hauser has gone off. Green flag sector 3. Jetzt wird's Fabi echt ein bisschen riskant. Der Alex ist 9. Super. Das ist gerade leck. Woher war der Kram? V11. Brand ahead is now 7.6. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. Green flag sector 2. We can see Hauser has crashed in Piratella. Oh, warte mal, wer den Dukich vor der Nase hat. Alright, Daniel, the next car is Hauser. Schocken mal nicht allzu nah vor der Nase. 4 Sekunden. Naja, das ist mal fix aufgeholt und ja noch mit den Autos.
Oh, jetzt bin ich in echt ins Getriebe gekommen. Und ich reichte sehr lang geraten, muss ich nicht im Kurven schlängeln. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. We think Brandt has stacked it. Green flag Sector 3. That's 15 minutes. Hit all your apexes. Wait for the chances to come, mate. Ui. Vorbei! Kurb! Ui. Ah, nicht eindrehen, bitte. Danke. Was? Schmitz ist now in the lead. Ich hab schon richtig gehört, oder? Ja, er ist wieder vorbei. Ich hab Fehler gemacht. Also jetzt sind es noch 2 Sekunden zu Duki. Sector 3 is yellow. Looks like P2's off. Ah, 2 Plätze verloren, bin drüber. Macht aber nichts, den Crimson Eminem, den hätte ich entscheiden können. Aber nichts kaputt gegangen, alles noch heile und dritter, also jetzt noch alles drin. Also zweiter Platz quasi. Bei den ganz vorne da den wirklich nicht. Brandt is getting closer, the gap's now 3.6. Halfway home, fuel looks good. Sector 3 is clear. Yellow flag in Sector 1. Green flag Sector 1. It looks like Brandt has pinned it in Tamburello. Hey! Junge, dass die Kiste aber auch überall ausbricht, Mann! Ja, das ist schon so. Rotze ist das. Ganz große Rotze. Sector 2 is clear. Nee, doch noch nicht. Mach doch noch mal das oder komm ich wieder an. Gut, Bobby. Okay, Daniel, you're reeling this guy in. The gap's now 1.6. Yeah.
yellow flag sector 3. We think that Brandt has gone off in Rivazza 1. Sector 3 is clear. Oh, jetzt muss ich zum 5. Das war mal eine ganz gute Runde. Yellow flag sector 2. Green flag sector 2. Okay, Daniel, you've used half your fuel. Hey, hey, hey! Jetzt hört man nicht bockig hier, für die Karre. Yellow flag. Green flag sector 3. Right side. Still there. Still there. Right side's clear. Come on, stay focused. Apexes and exits, apexes and exits. It's all over you. Keep your exit speeds up, stay smooth. Just done a 215.4. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. We think that Hauser has spun off. Green flag sector 3. Oh, der Preisler hat sich vorbeigepreiselt. Daniel, don't think about the lap times, just hit each and every apex, V7.
Kurb. Mach mehr Kurb. Wir haben ja alle noch Zeit zum Schreiben beim Fahren. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Last lap was at 220.0. On your right, clear your right side. Push, get this guy. Come on, Daniel, don't let him get away. Flag in sector 3. Sector 3 is clear. You've got 10 minutes of fuel remaining. That's 2 minutes left. 2 minutes. The leader's just done a 214.9. Was? 214.9. Okay, stay with him. One more lap to go. V9. Coming up on your 3-by. You're in the middle. Clear left. Good job, buddy. Clear. Sector 2 is yellow. Every letzte Runde, President. Come on, Daniel. Good stuff. Keep it coming. Sector 2 is clear. Right side. Keep it steady. Still there. Right side's clear.
left. Hold your line. He's still there. He's still there. Keep digging. You got him on both sides. Still there. Still there. You're clear on the left side. Hast du vergessen, du kommst nicht nochmal vorbei. Our left. Clear left, good job. Ich meine jetzt zwei. The crew's ready. Yellow flag in sector 2. It looks like Paul has gone off in Aqua Minerale. Sector 2 is clear. Whoa. Daniel, expect traffic on exit. When we exit the pits, we should be in position 13. Really close to Phil and 13th place. Zu geil. Das muss ich mir jetzt leider nochmal bei Duki im Stream anschauen. Ich mach mal meinen jetzt aus.